Sie halten sich für so eine Art Künstler, nicht wahr? Herr Felix Kunert. Am helllichten Tag, an einem solchen Ort. Manch einer könnte glauben, Sie wollten ein Publikum für Ihre Tat. Also ich habe diese Entwicklung in der Kunst nie ganz verstanden. Ich meine, was ist passiert? Heutzutage braucht nur irgendeinen, ich weiß keinen Namen, so ein Spinner, auf eine Leinwand kacken und plötzlich sind alle hellauf begeistert. Kunst lässt sich eben nicht in irgendeinen Scheißparagraphen pressen. Ich weiß nicht, was in Ihrem kranken Herrn vor sich geht. Aber Sie glauben doch nicht wirklich an die Kunst im Verbrechen. Nö. Ich glaube nicht an das Verbrechen in der Kunst. Es ist eine verdammte Sauerei, was Sie da veranstaltet haben. Wo ist sie? Was? Wer? Lena Beck. Freitagnachmittag, genau hier vor unserem Revier. Ja und? Sie haben sie entführt? Moment mal. Unser Hausmeister wohnt direkt gegenüber. Er hat alles gesehen und dokumentiert. Ich habe überhaupt niemanden entführt. Dann ist sie also von selber verschwunden. Ja, aber wie soll ich denn das wissen? Ich habe noch nicht mal irgendein Mädchen gesehen. Aha. Sie sind also dort gewesen. Das ist mal wieder typisch Bullerei. Irgend so ein Stasi-Hausmeister, der spinnt sich irgendwas zusammen und ich muss den Kack ausbaden, oder was? Herr Petersen arbeitet nun seit 36 Jahren für uns und erwies sich stets als ein zuverlässiger und rechtschaffender Mitarbeiter. Mann, ist mir doch scheißegal, was so ein Vollidiot ist oder nicht. Es gibt keinen Beweis. Nicht kooperationsbereit. Frau Schwarz, was machen Sie denn hier? Ach, mit der Spülung im Erdgeschoss stimmt schon wieder was nicht. Ja, diese Toiletten sind ein Fluch, was? Wissen Sie, wie man früher Hexerei bewiesen hat, Herr Kunert? Nun ja, man nahm die entsprechende Person, fesselte sie und warf sie ins Wasser. Das Schwimmen an der Oberfläche galt zwar als Beweis für magische Kräfte, das Sinken jedoch keinesfalls als Beweis dagegen. Nein, vielmehr handelte es sich vielleicht nur um eine Ausnahme, einen Zufall. Die Angeklagten wurden also weiteren Untersuchungen unterzogen.
Immer und immer wieder. Es gab schon irgendeine Methode, die den Beweis erbrachte. Zucker? Hören Sie, diese Scheiße hier werde ich mir mit Sicherheit nicht geben. Ich will einen Anwalt oder sowas. Sie sind selbst Vater, nicht wahr? Aber meine Freundin. Mich würde schon interessieren, was sie dazu sagt, wenn die Polizei ihr erzählt, was sie getan haben. Ja, ihr Nachbarn, ihr Freundeskreis. Sie haben sie doch betäubt, nicht wahr? Haben sie auch gefesselt und angefasst? Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Was soll das? Es gibt doch überhaupt keine Beweise. Sie lungerten doch früher immer auf diesem Spielplatz herum, nicht wahr? Ja, welcher Jugendliche hängt denn nicht an irgendwelchen Spielplätzen ab? Ja, aber kaum einer von denen kommt später mal in so eine pikante Lage wie die Ihre. Sagen Sie mal, hören Sie sich überhaupt selber reden? Für uns arbeiten Psychologen. Das ist völlig egal. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, warum? Was habe ich denn für ein Motiv? Und Nummer zwei, warum? Warum sollte ich denn ein Mädchen entführen? Aus welchem Grund denn? Nun, da hat wohl jeder seine eigene Theorie. Soziale Unausgeglichenheit, das Verlangen nach Macht oder... Ich bin doch nicht pädophil oder sowas. Sicher? Was bitte? Ja, sicher, ob es nicht manchmal in Ihnen hochsteigt. Man kennt das doch. Der Chef stresst, die Frau macht Druck. Ja, man braucht irgendein Ventil. Ihre Freundin sagt uns schon, dass es in letzter Zeit mit Ihnen gewisse Probleme gab. Also Sie? Meine Familie und Freunde kennen mich. Die wissen, dass ich sowas nie tun würde. Es war auch nicht Wissen, was Menschen damals auf die Scheiterhaufen gebracht hat, Herr Kuhner. Es war einfach Angst. Hören Sie! Ich werde mir mit Sicherheit diese Scheiße nicht anhängen lassen. Haben Sie mich verstanden? Ich bitte Sie, wir sind hier, um die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit? Ich schlage vor, Sie fangen erstmal an, Ihren Job richtig zu machen. Suchen ein paar Beweise und hören auf, Gerüchte über Unschuldige zu verbreiten. Ich werde nicht zulassen, dass andere darunter leiden, nur weil ein paar Spinner wie Sie nicht... Sie sind doch derjenige, der seine Frustration an Leute rauslässt, die absolut nichts getan haben. Nichts getan? Wissen Sie was? Sie sind derjenige, der sein Leben null auf die Reihe kriegt. Überhaupt nicht. Und wissen Sie warum? Weil Sie unfähig sind? Oder vielleicht einfach nur zu faul, Ihren Job richtig zu machen? Respektloser Flegelmensch! Sie halten sich für unschuldig, wie? Für das Opfer. Sie haben keine Ahnung, was Sie den Betreffenden mit dieser Scheiße antun. Sie wissen einen Scheiß! Ich bin unschuldig. Es ist bekannt, dass Sie in letzter Zeit ab und zu auffällig geworden sind. Ihr Vorstrafenregister. Ein psychologisches Gutachten mit ein paar interessanten Details aus Ihrer Kindheit. Es gibt einen Zeugen, der alles bestätigt. Er hat sogar ein Bild von Ihnen. Sie waren der Einzige am Tatort. Ihre eigene Familie wird Sie nicht wiedererkennen. Sie werden nie mehr in die Nähe eines Spielplatzes kommen. Geschweige denn in die Ihres eigenen Kindes. Nach allem, was Sie da angerichtet haben. Sie machen einen Fehler. Niemand möchte ein Monster zu Hause haben, Herr Kunert. Ich,
Ich hab mit der Scheiße nichts zu tun. Sagen Sie mir, wo das kleine Mädchen ist. Ich weiß es nicht. Was haben Sie mit ihr gemacht? Nichts, Mann. Ich würde doch niemals ein Mädchen entführen. Aber Sie glauben gar nicht, wie oft ich das in meinem Beruf zu hören bekomme. Es geht um meine Familie. Es geht um mein Leben, Mann. Jetzt haben Sie verdammt noch mal am Tatort zu suchen, hä? Lassen Sie mich los. Ich hab Sie was gefragt. Sie loslassen. Hallo. Netter Versuch, aber man wird Sie nicht hören. Und für Typen wie Sie haben meine Kollegen sowieso recht wenig übrig. Zum letzten Mal. Ich hab doch nur gesprayt, Mann. Sie haben was? Ich hab doch nur Graffiti gesprayt. Na, sieh mal da an. Da ist es ja. Unser kleines Mädchen. Seit 3 Jahren beschmierst du nun regelmäßig unsere Reviermauern. Ungestraft. Ist dir eigentlich klar, dass es irgendjemand geben muss, der deinen Mist wieder wegputzt? Hm? Naja, ich glaube ja, diesmal war es das letzte Mal.